Lesung aus der Pistis Sophia, zweiter Teil. Als ich das Mysterium all dieser Worte in dem mir übersandten Kleid sah, legte ich sogleich an. Das Licht strahlte außergewöhnlich von mir. Ich fuhr in die Höhe und kam zum Tor des Firmaments, strahlend von dem unermesslichen Licht, das mich umgab. Und die Tore des Firmamentes kamen in Bewegung und öffneten sich alle gleichzeitig. Alle Archonten und Gewalten und darin befindlichen Engel gerieten in Verwirrung wegen des großen Lichtes an mir. Sie erblickten das strahlende Lichtkleid, das ich trug, und sie sahen das Mysterium, das ihren Namen enthielt, und fürchteten sich sehr. Alle Bande, mit denen sie gebunden waren, lösten sich, und ein jeder verließ seine Ordnung. Sie fielen vor mir nieder, beteten mich an und sprachen: Wie ist der Herr des Alls durch unsere Mitte gegangen, ohne dass wir es wussten? Alle zusammen priesen sie das Innerste des Inneren, mich selbst aber sahen sie nicht, sondern sie sahen nur das Licht. Und sie waren in großer Furcht und sehr verwirrt und priesen das Innerste des Inneren. Danach ließ ich diesen Ort hinter mir und ging hinauf zur ersten Sphäre, die überaus leuchtete, und zwar 49 Mal stärker als damals, als ich im Firmament war. Als ich zum Tor der ersten Sphäre gelangte, kamen die Tore in Bewegung und öffneten sich alle gleichzeitig. Ich trat in die Häuser der Sphäre, überaus leuchtend in unermesslichem Licht, und alle Archonten und alle Bewohner der Sphäre gerieten in Verwirrung. Sie sahen das große Licht, das mich umgab, und sie erblickten mein Kleid und sahen darauf das Mysterium ihres Namens, und sie gerieten noch mehr in Aufregung und Furcht und riefen: Wie ist der Herr des Alls durch unsere Mitte gegangen, ohne dass wir es wussten? Alle ihre Bande und Reiche und Ordnungen lösten sich auf, und ein jeder verließ seine Ordnung. Sie fielen vor mir nieder, beteten mich oder mein Lichtgewand an und priesen das Innerste des Inneren in großer Furcht und Verwirrung. Nachdem ich jenen Ort hinter mir gelassen hatte, stieg ich auf zum Tor der zweiten Sphäre, der des Schicksals. Auch hier gerieten alle Tore in Bewegung und öffneten sich gleichzeitig. Ich trat in die Häuser des Schicksals ein, außergewöhnlich strahlend in einem unbeschreiblichen Lichtglanz, denn ich strahlte dort noch 49 Mal stärker als in der ersten Sphäre. Alle Archonten und alle, die sich in der Sphäre des Schicksals befanden, gerieten in der Verwirrung und fielen übereinander her und waren in großer Furcht, als sie mein großes Licht sahen. Sie erblickten mein Lichtkleid und sahen das Mysterium ihres Namens darin und gerieten noch mehr in Verwirrung. Voller Furcht sprachen sie: Wie ist der Herr des Alls durch unsere Mitte gegangen, ohne dass wir es wussten? Und alle Bande ihrer Gebiete und Ordnungen und Häuser zerbrachen. Sie kamen alle zugleich, fielen nieder, beteten mich an und priesen das Innerste des Inneren, während sie in großer Furcht und Verwirrung waren. Kapitel 14. Ich ließ auch dieses Gebiet hinter mir und stieg auf zu den großen Äonen und Archonten. In einem unbeschreiblichen Lichtglanz kam ich vor ihre Schleier und Tore. Als ich die 12 Äonen erreicht hatte, gerieten ihre Schleier und Tore gegeneinander in Aufruhr. Die Schleier schoben sich von selbst beiseite, und ihre Tore taten sich nacheinander auf. Ich trat mitten unter die Äonen, überaus strahlend, und es war kein Maß für das Licht, das mich umgab, und das wieder 49 Mal stärker war als in den Häusern des Schicksals. Alle Engel der Äonen und ihre Erzengel, ihre Archonten, ihre Götter, ihre Herrscher, ihre Gewalten, ihre Tyrannen, ihre Kräfte, ihre Lichtfunken, ihre leuchtenden Sterne, ihre Ungepaarten, ihre Unsichtbaren, ihre Patriarchen und dreimal Gewaltigen, sie alle erblickten mich in diesem unermesslichen Lichtglanz. Sie gerieten in Aufruhr gegeneinander, und große Furcht befiel sie, als sie mein großes Licht sahen.
In ihrer großen Verwirrung und Furcht zogen sie sich zurück zum Gebiet des großen unsichtbaren Patriarchen und der drei großen dreimal Gewaltigen. Wegen ihrer großen Furcht und Verwirrung lief der große Patriarch jedoch in seinem Gebiet ständig hierhin und dorthin und ebenso die drei dreimal Gewaltigen. Wegen der großen Furcht, in der sie sich alle befanden, konnten sie ihre Gebiete nicht abschließen. Sie bewegten alle ihre Äonen, Sphären und Ordnungen gleichzeitig voller Furcht und Zittern wegen des großen Lichts, das mich umgab und das von anderen Beschaffenheit war als jenes, das mich umgab, als ich mich auf der Erde der Menschen befand. Denn die Welt hätte die Fülle dieses Lichts nicht ertragen können. Es hätte die Welt und alles, was darin ist, unverzüglich vernichtet. Das Licht aber, das an mir war, inmitten der 12 Äonen, war 8.700 Milliarden Mal stärker als jenes, das mich bei euch auf der Erde umgab. Als nun alle, die sich in den 12 Äonen befanden, das große Licht an mir sahen, gerieten sie in Aufruhr und liefen in den Äonen hierhin und dorthin. Alle Äonen und Himmel und ihre gesamte Ordnung bewegten sich gegeneinander aus großer Furcht, da sie das Mysterium, das sich ereignete, nicht kannten. Adamas, der große Tyrann, und alle in den Äonen wohnenden Tyrannen begannen vergeblich gegen das Licht zu kämpfen. Und sie wussten nicht, gegen wen sie kämpften, da sie nichts sahen als das alles überwältigende Licht. Als sie gegen das Licht ankämpften, erschöpfte sich ihre gemeinsame Kraft. Sie stürzten in die niederen Äonen hinab und waren tot und ohne Lebenshauch wie die Bewohner der Erde. Ich nahm von allen ein Drittel ihrer Kraft, damit sie nicht in ihrer Bosheit fortfuhren und damit sie ihre bösen Taten nicht vollenden konnten, wenn die Menschen auf der Erde sie in ihren Mysterien anrufen würden. In jenen nämlich, welche die Engel, die gesündigt haben, auf die Erde brachten, also ihre Magie. Das Schicksal und die Sphäre, über die sie herrschten, habe ich umgewendet und bewirkt, dass sie 6 Monate nach links gewendet ihre astralen Einflüsse ausüben und 6 Monate nach rechts blickend ihre astralen Einflüsse ausüben. Aber auf Befehl des ersten Gebots und auf Befehl des ersten Mysteriums hatte sie Jehu, der Wächter des Lichts, so eingesetzt, dass sie fortfahrend nach links blickten und ihre astralen Einflüsse ausübten. Als ich zu ihrem Gebiet gekommen war, widersetzten sie sich und kämpften gegen das Licht. Und ich nahm ein Drittel ihrer Kraft, damit sie nicht ihre bösen Taten vollenden könnten. Das Schicksal und die Sphäre, über die sie herrschen, habe ich so umgewendet und eingesetzt, dass sie 6 Monate nach links blickend ihre astralen Einflüsse ausüben und die folgenden 6 Monate nach rechts gewendet ihre astralen Einflüsse vollbringen. Kapitel 17. Als Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hatte, sprach er zu ihnen: Wer Ohren hat, der höre. Als Maria den Erlöser dieser Worte sagen hörte, starrte sie eine Stunde lang in die Luft und sprach: Mein Herr, befiehl mir, dass ich offen rede. Jesus, der Barmherzige, antwortete Maria: Maria, du Begnadete, die ich in allen Mysterien der Höhe vollenden werde, sprich offen, du, deren Herz mehr als das deiner Brüder auf das Königreich der Himmel gerichtet ist. Da sprach Maria zum Erlöser: Mein Herr, das Wort, welches du zu uns gesprochen hast, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagtest du, damit wir dein Wort recht begreifen. Höre nun, mein Herr, da ich offen reden will. Du hast gesprochen: Ich habe ein Drittel der Kraft der Archonten und aller Äonen genommen, und ich habe ihr Schicksal und die Sphäre, über die sie herrschen, umgewendet, damit sie von dieser Stunde an nicht mehr imstande sind, ihre schändlichen Taten zu vollenden, wenn die Menschen sie in ihren Mysterien anrufen, welche die gefallenen Engel sie gelehrt haben, um ihre bösen und schändlichen Taten im Mysterium ihrer Magie zu vollenden. Weil du ihnen ihre Kraft genommen hast
und die ihrer Horoskopsteller, Sterndeuter und Wahrsager, damit sie von dieser Stunde an die kommenden Dinge nicht mehr vorhersagen können. Denn du hast ihre Sphären gewendet und 6 Monate nach rechts gewendet, ihre astralen Einflüsse ausüben lassen. Bezüglich dieses Wortes nun, Herr, hat die im Propheten Jesaja befindliche Kraft in einem geistigen Gleichnis, in seiner Vision über Ägypten, einst Folgendes verkündet. Wo sind nun, o Ägypten, deine Wahrsager und Sterndeuter und jene, die aus der Erde aufrufen und jene, die aus ihrem Schoß aufrufen? Da sie dir von nun an die Dinge verkünden könnten, die der Herr Sabaoth tun wird. Ehe du gekommen bist, hat die durch den Propheten Jesaja wirkende Kraft über dich prophezeit, dass du die Kraft der Archonten der Äonen nehmen und ihre Sphären und ihr Schicksal wenden wirst, damit sie fortan nichts mehr wissen sollten. Darum wurde auch gesagt, nicht werdet ihr nun wissen, was der Herr der Herrscher tun wird. Das bedeutet, niemand von den Archonten wird wissen, was du fortan tun wirst. Die Archonten sind gleichzusetzen mit Ägypten, weil sie Materie sind. Einst hat die Kraft im Propheten Jesaja über dich vorhergesagt. Von jetzt an werdet ihr nicht mehr wissen, was der Herr der Herrscher tun wird. Hinsichtlich der Lichtkraft, die du von Sabaoth, dem Guten, genommen hast, der dich im Gebiet der Gerechtfertigten befindet und die nunmehr in deinem stofflichen Körper ist, hast du, Herr Jesus, zu uns gesagt, wer Ohren hat, zu hören, der höre, damit du erfährst, wessen Herz sehend auf das Königreich der Himmel gerichtet ist. 19. Als Maria geendet hatte, sagte er, gut gesprochen, Maria, du bist begnadet vor allen Frauen auf Erden, weil du die höchste Fülle und höchste Vollendung sein wirst. Als Maria den Erlöser diese Worte sagen hörte, war sie sehr erfreut. Sie trat vor Jesus hin, fiel zu seinen Füßen nieder, betete ihn an und sprach, »Mein Herr, höre auf mich und lass mich dich befragen über das, was du gesprochen hast. Bevor du mit uns über die Gebiete redest, zu denen du gegangen bist.« Jesus antwortete Maria, »Rede offen und fürchte dich nicht. Alles, was du fragst, werde ich dir offenbaren.« 20. Maria sprach, »Herr, werden die Menschen, die das Mysterium der Magie aller Archonten aller Äonen kennen, sowie die Magie der Archonten des Schicksals und der Sphären, in denen die sündigen Engel sie unterwiesen haben, wenn sie diese in ihren Mysterien anrufen, um gute Taten zu verhindern, werden sie diese fortan vollenden oder nicht?« Jesus antwortete Maria, »Sie werden sie nicht auf die Weise vollenden bringen, wie sie sie zu Beginn vollbracht haben, weil ich ein Drittel von ihrer Kraft hinweggenommen habe. Aber sie werden von denen Kraft erbitten, welche die Mysterien der Magie des 13. Äons kennen. Und wenn sie die Mysterien der Magie jener anrufen, die sich im 13. Äon befinden, werden sie diese weise und sicher vollbringen, weil ich übereinstimmend mit dem Befehl des ersten Mysteriums aus diesem Gebiet keine Kraft hinweggenommen habe.«